Und es sind neue Arbeiter verfügbar. Können wir auch. Aber auch hier brauche ich weiter noch welche. Gut so aus, bearbeitet. Es ist wunderbar, wobei. Es ist überall das Problem hier mit diesen ganzen Steigungen und Senkungen. Es sieht echt überall gleich doof aus. I like it so, wenn. Ich glaube, es wird. Es wird ziemlich nice aussehen von hier. Wenn erstmal die ganzen Bäume und so auch ausgewachsen sind. Und ja, ich werd hier direkt weitermachen, glaube ich, noch ein paar weitere Büsche hinpflanzen. Ich glaube, das kann ich jetzt schon mal erledigen. Da muss ich jetzt nicht zu sehr warten. Einfach mal machen. Ich glaube, ich lasse hier noch. Wobei, ich glaube, da kommt noch einer hin, aber dann lasse ich hier tatsächlich so ein bisschen was frei. Aber auch dort will ich auf jeden Fall noch Sträucher hinbauen. So. Oh ja. Ich glaube, das wird sehr schön aussehen. Ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Das klingt gut. Wo kann man das denn hier nochmal? Hier, ne? Achso, hier ist das, glaube ich. Warte mal, Besteuerung. Im Eimer nach. Das heißt, es ist tatsächlich noch nicht freigeschaltet hatte. Hä? Was ist denn das? Ist das hier irgendwo? Ah, hier, oder? Nee. Wo ist denn diese Steuer? Ich habe vergessen, das hier auszuwählen. Oh, so Steinkirche ist gebaut. Let's go. Was passiert, aber auch echt immer sehr viele Sachen gleichzeitig gefühlt. Unsere Steinkirche. Unsere Strandkirche ist gebaut. Und natürlich auch unser Gutshaus geupgradet. Oh. Das ist ein schöner Anblick. I like that one. Ja. Wunderbar. Ich bin sehr happy und hier mit Sapsis direkt. Du kannst wirklich vor dem Gottesdienst ins Meer springen. Halt keine Übertreibung. Es ist sehr cool. Ich feiere es. Das wird schwierig. Das kriegen wir gerade nicht hin. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Eisenerz. All das. Gut. Ich finde das noch nicht. Und ich frage mich, ich glaube, wir pausieren gerade erst einmal. Und dann werde ich noch mal bisschen mehr in Ruhe nachdenken. Weil wir haben jetzt sehr viel auf dreifacher Geschwindigkeit gespielt. Jetzt werde ich mal ein bisschen in Ruhe nachdenken, was gerade so unser Stand der Dinge ist. Folgendermaßen, wir sind jetzt hier bei der Arbeiterschaft schon mal im Positiven. Das ist gut. Wir wollen uns gerade hauptsächlich um die Arbeiterschaft kümmern und direkt, das kann ich schon mal freischalten. Oh, hier ist die Besteuerung von Mühlen. Ist das ein. Ach so, das wird automatisch dann frei. Also wird. Okay. Schön. Haben wir es nebenbei geschafft. Gut, wir wollen hier unsere Taverne hinbauen. Ich glaube, das sollte genügend Platz sein.
Dafür wollen wir uns hier um Bier kümmern und auch noch, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, es wollte ich eigentlich hier hinbauen, unseren Jagdgrund. Wäre es dann vielleicht sinnvoll, das Ding wieder aufzuforsten? Ja, schätzungsweise wäre es das. Ich hier mal das Forsthaus hin und markiere hier diese Zone zur Wiederaufforstung. Ja. So ungefähr. Das wollen wir machen. Wir brauchen nämlich gerade auch auf jeden Fall Holz, deswegen gut, dass wir hier nochmal aufforsten. Frage ist, ob wir hier vielleicht noch einen Speicher für Holz bauen wollen. Ich denke ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier gerade alles nochmal so langsam durchgehe, dass mir dann noch einige Sachen einfallen, die wir jetzt bauen. Und dann bauen wir wieder 20 Sachen auf einmal. Aber so ist das halt. Ist trotzdem gut, jetzt nochmal sich langsam Gedanken zu machen. Und dann werden wir hier einige Sachen freischalten. Eben auch zum Beispiel Tavernenküche, damit wir aus Wildschwein und Käse zusammen halt dieses Gericht herstellen können. Dann haben wir auch einen Koch und so. Wollen hier diese ganzen Sachen nach und nach freischalten. Und genau, uns hier um die Bierproduktion kümmern wollen wir. Ach guck mal, hier haben sie jetzt langsam Häuser eingebaut. Das habe ich gar nicht mitbekommen so richtig. Das ist cool. Käserei. Wir haben jede Menge Milch, wir haben aber nicht mehr so viel Käse. Ich glaube, wir brauchen noch eine weitere Käserei. Die hatte tatsächlich sich nicht negativ auf die Attraktivität ausgewirkt. Deswegen können wir eine Käserei vielleicht nochmal hier unten reinbauen. Dann bauen wir erstens eben eine weitere Käserei und zweitens dann. Oh, mir fällt da gerade was ein. Wir wollen ja zweitens dann hier Bierwirtschaft bauen. Allerdings bräuchte ich dafür auch die Fruchtbarkeit hier. Und die haben wir nicht, wenn da die ganzen Bäume noch stehen. Deswegen brauche ich hier auf jeden Fall auch noch eine weitere Holzfällerhütte. Und werde mich da jetzt einmal drum kümmern. By the way, ich glaube, diese ganzen Sachen können ja auch mal. Also ja, gut, hier ist ja gar nichts, aber die müssen auf jeden Fall auch abgebaut werden. So, weil erst dann kann ich hier wirklich effektiv Hopfen anbauen. Weil sonst, wie man sieht, ist hier absolut keine Fruchtbarkeit. Gut. So ist der Stand der Dinge. Ich glaube, ich kann jetzt wieder ein bisschen laufen lassen. Ich glaube, das ist drinnen. Wir haben Haushaltswaren, wir haben Kerzen. Wollen wir etwas davon gerade schon mal angehen? Oder sagen wir, wir brauchen eine weitere Eisenschmelze? Ich weiß es nicht. Also, da bin ich mir jetzt gerade echt unsicher. Ich glaube, eine Kerzenzieherei würde Sinn ergeben. Die scheint sich nicht negativ unbedingt auszuwirken auf die Attraktivität. Ich glaube, ich werde die Kerzenzieherei hierhin platzieren. In die Nähe auch von eben unserem Wachs, von unserem Kloster. Und wir haben 3 Arbeitslose aktuell. Die können jetzt mal zu Holzfällern werden. Ich denke, das meiste funktioniert gerade. Ich meine, wir haben halt auch immer noch einen guten Geldfluss. Wir müssen uns gerade nicht zu sehr um Geldsachen kümmern. Wir wollen uns jetzt auch ein bisschen um unsere Nahrungssicherheit kümmern. Und auch da muss ich sagen, wird es wahrscheinlich früher oder später darauf hinauslaufen, dass wir hier ein weiteres Weizenfeld benötigen.
so wie es auch schon angedacht war. Wie war denn hier die Zone? Mhm. Sagen hier. Hier baue ich dann unsere weitere Weizenfarm hin. Das ist echt schön. Also, ne, ich finde es sehr cool hier mit den ganzen Steigungen halt dann für solche Außenansichten, aber wenn du irgendwo nah drauf zoomst, dann siehst du halt, wie Scuffed und das und so das Ganze ist. Das ist halt so eben dieses zweischneidige Schwert. Aber ich finde generell, unser Dorf ist halt aber wunderschön. Und ja, halt hier auch mit diesen Grenzen, die halt schon sehr scharf sind, ist ein bisschen schade, aber. So ist nun mal gerade der Stand. So, hier nehmen wir noch zwei Träger mit rein. Wir wollen hier weiter Holz sammeln, wollen hier weiter Stein sammeln. Ich glaube so eher dann. I don't know. Ich mache hier sonst gefühlt nichts weiteres hin. Ich glaube, ich will damit noch mehr Stein sammeln. Apropos, wie viele Gottesdienstbesuche passen hier eigentlich rein? 78, aber das scheint immer noch nicht genug zu sein. Immer hier noch minus 4%. Gut, auch wenn wir eigentlich uns weiter um die Arbeiterschaft kümmern wollten. Das hat nicht funktioniert. Mit dem steinernen Glockenturm. Okay, das war nicht egal. Der hat scheinbar nicht gereicht. Dann, wo kommt eine weitere Kirche hin? Hier ist nicht so sehr viel Platz, ne? Wollen wir hier direkt quasi von unserem kleinen Industriezentrum eine Kirche hinbauen? Ich denke, ja, hier ist der beste Ort. Also dann nicht direkt hier vor, sondern hier so ein bisschen versetzt. So würde ich das machen. Gottesdienst. Ich glaube, es wird eine Dorfkirche. Es ist außerhalb des Territoriums. Oh. Dann, das macht hier auch noch so diesen Bogen. Was ist das denn für ein Scuff-Territorium? Aber gut, diesen Platz brauchen wir halt auch, ne? Ja, come on. Wir haben das Geld, wir haben den Moneyflow. Wir können es uns gerade auch einfach leisten. So muss man ja ehrlich sein. So, wie wollen wir das hier aufbauen? Ich möchte halt ein bisschen Abwechslung haben. Ich möchte nicht, dass es genauso aussieht wie dieses Ding hier. Aber es wird schwierig. Ich glaube, wir werden wieder das strohgedeckte Kirchenschiff dieses hier nehmen. Und dann versuchen, dass das irgendwie ein bisschen größer wird. Ja, aber gut, was soll ich denn hier noch groß größer machen, ohne dass das halt auch total unnatürlich aussieht. Nee, hallo. Nee. Kann man gefühlt auch nichts machen. Und dann werde ich aber hier einfach die Türme schön an die Seite hinbauen. Die steinernen diesmal. Und dann ja, ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das sieht okay aus so. Dann hier nochmal so Seitenschiffe ran. Oh ja, also da. Ja. Ja. Okay, das klappt besser, als ich befürchtet hatte. Dann hier den Hinterausgang und dann hier den Vorderausgang mit den Seitenausgängen. Ausgang, vor allem so, als wäre das kein Eingang, sondern nur Ausgang. Nee, I like it. Ich glaube, ich werde hier dann nochmal so Steinmauern hinklatschen. Oh ja. Oh, hoffentlich sind die jetzt schon richtig gedreht. Nö, dann ich lasse es jetzt. Ich baue dann einfach
Die Kreuze sind nur hier und dorthin. Und das ist ja perfekt für so ein Fenster. Aber welches gefällt mir eher? König und Mönch? Mutter und Kind. Ich finde Mutter und Kind klingt besser. Aber ja, bis ich das Glas habe, wird es ja auch erstmal Ewigkeiten dauern. So, und ich glaube, das gibt uns hier... Das gibt auch Attraktivität, oder? Gibt es das? Ja. Gibt ordentlich Attraktivität und zusätzlich sehr viel Platz für Gottesdienstbesucher. So, wir brauchen hier auf jeden Fall dann auch die entsprechende Anbaufläche. Ich glaube, so ungefähr. Ja. Da wollen wir noch ein bisschen mehr und dann hier ein bisschen kantiger das Ganze gestalten. Ja. Perfekt. Perfekt. Ja, Zufriedenheit sieht auch größtenteils jetzt relativ stabil aus. Und ja, unsere zweite Käserei, was war denn mit der? Was war denn... Haben wir nicht irgendwo noch eine zweite Käserei hin platziert? Habe ich das vergessen? Ich glaube ja. Wollen wir hier noch eine hinbauen? Nee, so sieht es schlechter. Ich will eigentlich hier gucken. So, neben die Bäckerei. Ich glaube, das ist cool. I like that. So far, so good. Dann müssen wir hier auch wieder unsere Marktstände, glaube ich, füllen. Ja. Wo wir gerade die Arbeiter weggenommen haben. Dann hier das Forsthaus. Braucht auf jeden Fall auch Arbeiter. Jo. Hier wird jetzt auch ordentlich dran gebaut. Wir haben natürlich auch schon einiges an Materialien hier vorhanden. Ah. Das sieht doch echt alles wunderbar aus von hier. Ich lieb's. Also ich, gerade würde ich sagen, funktioniert das meiste, ne? It läuft recht flüssig. Wir schauen halt langsam, dass wir uns jetzt um die Arbeiterschaft kümmern, aber stressen uns jetzt auch nicht so sehr, weil, ja, wie gesagt, hier muss auch erstmal ein bisschen entwaldet werden, ein bisschen gerodet werden und dann kümmern wir uns um Bierproduktion und hier dann auch um die Wildschweine. Haben wir gerade leider nicht. Es tut mir leid. Dritte Fischerhütte hier hinbauen. I guess why not. Immer falsch herum. Ja. Ich find's sehr stark. Vor allem halt unser quasi abgegradetes Gutshaus. Das macht echt das was her. Das ist deutlich schicker auch als es vorher war.
dann hier dieses Steinkirchen daneben, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass wir ein schönes Gutshaus bauen. Da freue ich mich schon drauf. Oh, hier, wir können ganz viel neue Mineralvorkommen erkunden. Ich glaube, wir machen hier mal weiter, oder? Und dann aber auch, weil wir uns vor allem mal hier um diese Sachen hier kümmern. Dürfen wir nicht vergessen. Also werden wir auch nicht vergessen. Aber wollte ich jetzt trotzdem mal so in den Raum geworfen haben, dass wir das nicht vergessen dürfen. Sehr schön. Wir bauen hier jetzt auch neue Wohnhäuser hin. Auch das funktioniert, wenn es Ewigkeiten gedauert hat. Ähnlich wie hier. Wenn die immer irgendwie behauptet haben, dass sie keine verfügbare Wohnfläche haben. Hier ist immer noch Platz. Also, I don't know. Ich finde, das hier ist ein bisschen sehr eng gebaut. Aber hier ist doch noch Platz. Tja, wir haben jemanden für diese Kasserei. Wir haben so viel Milch. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Käse. Ah, es ist. Oh, je. Boah. Wir haben heute echt gefühlt sehr viel geschafft. In der Sitzung. Also, wir haben ja hier quasi diese ganze Area neu gebaut und uns da schon ordentlich drauf vorbereitet, dass wir in der nächsten Folge hier weitermachen können mit Bier. Obwohl ich das schon beim letzten Stream angekündigt hatte am Ende, dass wir das hier machen wollen. Aber jetzt, ja, komme ich erst dann dazu. Dafür haben wir halt hier, wie gesagt, sehr viel geschafft. Und hier auch schon mit Weizen weitergemacht. Und hier diese ganze Area auch ordentlich nochmal erweitert. Ist da noch diese neue Pet Steinkirche steht. Wir haben natürlich hier das verschönert. Wir haben hier das Ding stehen. Gutshaus, ja. Wir warten jetzt auch jetzt für die nächste Folge auf. Für die nächste Sitzung, für den nächsten Stream, wie auch immer. Ja. Also ich würde echt gerne noch diese fertige Stein. Das ist gar nicht die Steinkirche, das ist ja die Dorfkirche. Aber da ist ja auch sehr viel Stein dran. Die würde ich echt gerne noch sehen. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir vielleicht irgendwann dort Buntglasfenster dann gebaut bekommen. Was ich da jetzt schon mal provisorisch hinplatziert habe. Wir stellen aber jetzt Kerzen her. Haben wir irgendwo. Achso, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier eigentlich den Markt auswählen. Haben wir hier irgendwie noch einen freien Slot? Ich glaube, hier gewöhnliche Kleidung zweimal. Können wir hier stattdessen auch mal. Ja, kommen die drei Kleidung. Das so zuordnen. Was ist mit dem Förster passiert? Was ist denn dort passiert? Und wir haben unsere nächste Fischhütte gebaut. Auch da brauchen wir natürlich noch einen weiteren Arbeiter. Ach Gott, das ist immer noch minus 4% Nahrung, minus 3. Was ist denn das Problem? Wir haben eigentlich doch von allem gerade was. Ja, wir nehmen gerade auch sehr viele neue Dorfbewohner an. Das ist dann ist natürlich schnell auch wieder eng, was das Thema Nahrung angeht. Warte mal, wir haben 87 Weizen. Wir haben gefühlt noch nie so viel Weizen vorrätig gehabt, tatsächlich. Erleichtert und nur 86 Mehl aktuell. Das scheint jetzt tatsächlich unsere Brotproduktion langsam mal ein bisschen auch ausgelastet zu werden. Es ist. Ja, es ist quasi. Na, ist so gut wie fertig. Abgesehen natürlich von eben dem Fenster. Dann wollte ich hier ja noch die Steinmauern hinbauen. Ich glaube, zwei Türen fehlen noch. Kann das sein? Naja, gut, es wird schon mal benutzt. Und es kommt auch ordentlich. Uiuiui. Schwuppdiwupps. Wunderbar. We love to see it. Da haben wir unsere neue Dorfkirche. Wie viel passen da rein? Das will ich erstmal noch checken. Beziehungsweise. Wo macht man nochmal die Glocken aus? Niemals! 138! Eieiei.
138 neue Todesdienstplätze. Das ist wunderbar. Und ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Es war wieder echt wunderschön. Ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach cute. Und wir haben ja diesmal schon wieder echt einiges geschafft, wie gesagt, und einiges gebaut. Wir haben aber auch einige Sachen weiterhin noch vor. Einiges noch geplant, einiges noch anstehend. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ja. Da wird es dann in den kommenden Tagen und so weitergehen. Das kommt ja drauf an. Ja. Mit dem Stream wird es jetzt halt in der nächsten Woche von mir aus gesehen weitergehen. Also, wenn ihr gerade diese Folge seht, dann wird wahrscheinlich der nächste Stream schon passiert sein. Deswegen, ja, lohnt sich auf jeden Fall bei mir auch auf Twitch vorbeizuschauen und ein Follow dazulassen, Benachrichtigungen auch dort zu aktivieren und natürlich eben auch hier auf YouTube, aber dazu lassen, die Benachrichtigungen zu aktivieren, ihr kennt das Spiel, ja, so dass ihr immer Bescheid bekommt und halt auch auf dem jeweiligen Medium mit dabei seid. Ja, ich bedanke mich echt fürs Zusehen, bedanke mich auch dafür, ja, dass dieses Projekt auch auf YouTube ja ganz nett ankommt und ja, ich auch sehe in den Statistiken, wie auch einige von euch da wirklich ja, sich die Folgen in ganzer Länge anschauen. Deswegen, ja, richtig, freut mich richtig, dass ihr da auch Spaß dran habt. Und wie gesagt, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!